Stiefelchen. Reichtümer sind verkauft. Reichtümer sind jo. Ein paar verkauft, ja. Wir sind mal kurz jetzt zum Anfang gereist. Dann nehmen wir nochmal das unentdeckte Gebiet mit. Schade, dass du mir näher kommen wirst als jetzt. Hier rein, oder? War das letzte Stück, was ihr noch gefehlt hat, mitnehmen. Der Kammerdieb lädt nach, das ist eure Chance. Ich bin los gewesen. Nein. Ist gerade so geschafft. Hier riecht man auch, oder? Ach, was riecht's denn? Riecht nix. Warum was? Davon locken oder was? Vielleicht ein bisschen früh wäre. Affe bewirft mich mit Scheiße. Ich will mich prügeln. Ja, der gibt immerhin 2 EP. Nein. Üppig. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Kiste? Was war das denn halt? Ah ja, wir grenzen nicht an mir. Was für irgendwas Verbrechen haben sie geschmissen hier? Geladen hat. Ich hab ein Ziel für dich. Ich sehe Gesundheit. Teleportieren kann er auch oder was? Jo. Warum? Das nicht? Also nicht. Einer ist da hinten noch im Baum. Megabitch! So, dann. Zur Kiste oder nie? Rechts, links? Ich hab noch eine E-Mail, kriegt sich gerade. Oh, mal kurz checken. Scharfschützengewehr, 424 Schaden. Ganz da hinten. Gewehr gefällt mir. Bist du. Der Mofo ist jetzt in Level 32 gekriegt, oder? 39. Hab ich ja. Ist ja auch ein aktuellen Level von per E-Mail reingeflattert. Achso. Oh, ich glaub das Goldene. Nee, das ist es nicht.
Das habe ich schon wieder abgelegt quasi. Also noch nicht, aber mit dem nächsten Automaten gestopft. Hier gibt's was zu mitnehmen. Hier noch, ne? Oh. Ja. Oh, und dann links? Wenn wir jetzt, wo wir jetzt hin? Das links noch mitnehmen oder rechts zum zur Mission? Naja, die Kiste wollen wir haben eigentlich. Achso, wo ist die denn? Weiter auf. Ja. Keine Ahnung, geht's ja noch überall lang, ne? Ja, genau, erstmal hier lang. Der Flumineser ist und dann rechts oben, ne, oder? Ich hab's sogar nicht auf meinem Plan draufstehen. Was? Nee, die ist doch ganz da hinten. Oh. Das ist doch falsch. Tötet diesen ja, aber hier ist doch gleich zu Ende. Also hier ist doch nicht mehr viel aufzudecken. Achso, da war ich schon. Da war ich schon mal lang gelaufen. Achso. Bei mir war schon frei, deswegen. Nee, ist nix. Können wir da rein. Was für eine rote hier, ey. Oh ja. Ich hab ein Deckel. Wer will denn hier? Ob ich mal ein paar Geldgranaten reingekriegt. Hast du gut gemacht. Sehr schön, da klingelt's in der Kasse. Ist der mit dem Geist nicht in Ordnung? Ist der mich verfolgt? Ja, Trap oder was? Oh, was ist hier? Jo, hier gibt's noch einen Claptrap. Wo ist er denn, der Clappy? Ja. Ja, Down. Wie ist er noch ganz oben geklettert? Ach da, stimmt, die hängt da drinne. Ich kann mich beruhigen, hier oben gibt's einen Scheiß. Die Dings fehlt auch noch, ne? Dieses Monstervieh hier raus, oder hatten wir die schon? Ja. Tja. Sonst was ja. Ja, ja. Oh. Vergiss nie, dass du eine Waffenschlampe bist und du wirst niemals reinlassen. Ein Radio fehlt noch. Schau mal, lass mal links da lang, ja, würde ich auch sagen. Mir ziemlich zu. So, da geht's bestimmt, wenn wir noch eine Nebenmission bestimmt oder so, ne? Dann geht's da bestimmt rein, denke ich mal. Könnte sein. Könnte ja noch ein Radio sein, verfluchte Axt. Aufgedeckt haben wir noch keins. Da hinten. Da wo sonst. Ja, los hier. Der nächste, bitte. Ich bin abgereift. Da ist ein Goldener. Schnell, der kann man ihm blenden nach. Warum auch auf Rüstung? Ich habe ein Geschenk für dich. Yeah.
zwei goldene Sachen, wie ich es wieder verkackt habe. Nee, ehrlich, jetzt wieder? Ich hab den lila Raketenwerfer zum Verkaufen. Sounds. Look. Dein Butler meinte, du willst reden. Das ist mein Freund. Er heißt Alistair. Der redet nicht wie wir, oder? Nein, absolut nicht. Na schön, also was gibt's, Wainwright? Ist schon eine Weile her, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast. Doch, da war ganz grandios, ey. Noch nicht mal im Fass. Ich wollte über... Oh, nur Scheiße rausfinden, ist ein goldener noch ein anderer mit den goldenen Sachen. Deinem Daddy geht's gut. Monty ist nur ein bisschen nervös, mehr nicht. Ein vernünftiger Sache rausfinden, guck ein Scheißdreck. Und er will wissen, wie weit das gehen wird. Die anderen Konzerne wissen nicht, was sie tun sollen. Sich zusammenschließen oder sich eine Fackel schnappen und hoffen, dass sich der Wind nicht dreht. Aber Eden ist sicher. Ohne Kammer kommen die Kinder auch nicht zum Spielen. Ja, genau das wollte ich ja besprechen. Es ist Zeit, dich in ein Familiengeheimnis einzuweihen. Dafür müsste ich zur Familie gehören, oder? Immer schön langsam. Wollen wir noch schnell durchrushen? Ich meine, für die Punkte lohnt es sich nicht wirklich, die ganzen Kämpfe auszuführen. Nö, nee, hast recht. Auf zur Kiste? Auf zur Kiste. Wow, du bist so unglaublich! Kinderspiel. Ein Teil von Lock ist, ne? Na, hier werden wir wohl ein bisschen kämpfen müssen. Und 26. Ja, oh. Ah, 27, aber eine Pistole. Ja. 20. Ein paar Raketenwerfer mit ordentlich. Ordentlich vernünftiges nicht. Naja. Gehen wir jetzt da, wo die Mission ist? Ja. Ja. Einen Balken haben wir noch nicht abgeführt da hinten, ne? Einen kleinen oben in der Ecke, aber. Aber wir können ja eine Schnellreise hinmachen, ne? Für Mission. Das ist echt. Hier spielt das ganze Level, findest du nur Dreck? Jo. Was? Nicht ganz so hundertprozentig gut. Nicht? Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz. Was machst du denn wieder, Flucki? Ich muss irgendwie, ich komme mit meinem Inventar nicht klar. Ich muss dringend mal irgendwie mal alles durchgucken. Sämtliche Waffen. Wo seid ihr denn? Ach da. Wir sind hier. Ja. Selbstverständlich habe ich das sofort bei der Beschreibung gefunden. Na? Bernsteinsumpf-Schurkenhöhle. Natürlich. Kurzer Name halt. Mhm. Ja, dann. Scannen mal ein paar IDs. Scannen Sie mal. Ich scanne mal. Piep. Schmidtke. Zugang
gewährt. Ach, so nett. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in jedem erdenklichen Test. Und ohne weitere, du weißt schon das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Der Beutefinder. Ja, Mann. Holographischer Affe. Ein gut gehütetes Schmugglergeheimnis. Nimm nen Jabber, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so auf Kot. Folge dem Jabber. Umschweife, das war das Wort. Ohne weitere Umschweife. Hab's von einem Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein echter Trottel. Er hatte ein Buch und so. Weißt du, es fühlt sich gut an, wieder im Einsatz zu sein, selbst wenn ich von meinen Leuten verraten wurde. Dieses Alter, soll ich den Arsch treten? Lauf los. Nerd, den ich mal gekillt habe, hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen, bevor ich ihn erledigt habe. Ja, was jetzt? Hat schon jetzt kaputt gemacht. Ja, schnell ist er wirklich. Ich komme gar nicht hinterher. Naja, dann rast er hier lang. Der rast langsam um die Ecke. Nee, er heizt langsam um die Ecke, so ist richtig. Und sonst so? Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit den Waffen, die ich aus der E-Mail bekommen habe. Da muss ich nochmal reingucken, ich habe nie Platz in meinem Hand. Halte dir nicht ewig so. Scharfschützengewehr und Assault Rifle. Habe ich da gekriegt. Mhm. Level 26. Ist gut für den Körper. Meinen Körper, genauer gesagt. Ach, schnell hin überhaupt. Keine Ahnung. Möglichst dahin, wo viele Gegner sind, wahrscheinlich. Ja. Erwischt und aktiviert. Ich dachte schon, der verwendet sich jetzt nochmal der Goliath, oder? Ich habe gerade ein Gesicht abgeschlagen. Der Jabba will uns etwas sagen. Drück den Fahrstuhlknopf, will er sagen. Hat er dann da? Ja. Der Jabba sagt, das Fragment ist gleich da oben. Gut gemacht, kleiner Jabba. Mach dein Ding, Baby. In Ordnung, Kammerjäger. Holen wir das Fragment und finden wir heraus, wer die Schurken betrogen hat. So sieht's aus. Ah, hier ist ein Automat. Guck mal an. Oh, klasse. Gesundheit. Das nehme ich mal mit. Mehr schießen. Kommt bestimmt gleich ein Bossfight. Irgendwas sagt mir... Ja. So, ne? Cool, wo ist das? Das scheiß Radio noch sein. Das eine Ecke haben wir noch nicht ganz erkannt. Vielleicht ist es da.
Funkenblicke. Immer gerne, Kammerjäger. Viel Spaß mit dem Gewinn. Ich hatte auch mal sowas. So. Jetzt wieder? Naja, ein paar Plätzchen hätte ich mal frei. Was hast du denn alles dabei zum Teufel? Ja, 32, 33 Waffen, die ich hier noch so gefunden habe. Ich muss es mal austesten. Kehr um, bevor du verletzt wirst, wer zum Geier du auch bist! Bleib ja zurück! Mit meinem Setting noch nicht so zufrieden bin. Archimedes, bist du das? Ich dachte, du wärst tot. Oh, ich verstehe. Du hast deinen Tod nur vorgetäuscht und die Schurken verraten. Was für ein Manöver. Was hast du dafür bekommen? Aurelia hat mir meine zwei Planeten und genug Geld versprochen, um sie mit einer Wasserrutsche zu verbinden. Der Traum, über den wir immer gesprochen haben, er wird wahr! Clay, er wird wahr! Bin stolz auf dich, Mann. Du hast es geschafft. Kammerjäger, töte diese miesen Verräter. Das wird dir ja sehen, Clay. Ich hab jetzt eine neue miese Verräter und einen neuen Glanz, dann Troy Calypso. Glaubt ihr den Roboter streuen oder können wir das sparen? Oh, was ist mit ihm kaputt hier? Verdammt, er ist einer dieser gesalbten Freaks. Zeig ihm, was Verrätern blüht, Kammerjäger. Oh Gott, wie klein ist er jetzt? Er ist ja... zusammengearbeitet. Der Abschied fällt schwer, aber Verrat bleibt Verrat. Das gilt auch für die Familie. Siehst du das Fragment? Jo, sehe ich. Fragment erlangt. Sehr schön. Ich wusste, dass du es schaffst, Kammerjäger. Du solltest dich den Schurken anschließen, wenn das alles vorbei ist. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich sollte dir sagen, dass Aurelia mir ein kleines Vermögen geboten hat, um mich gegen Wainwright und euch alle zu stellen. Aber ich habe abgelehnt. Montgomery Jacobs war wie ein Vater für mich. Und die Calypso-Zwillinge haben ihn umgebracht und Aurelia hat ihnen geholfen. Wenn wo hast du denn das Radio gesehen? Wenn angreifen wollen, lasst es mich wissen. Und fürs Protokoll, das Geld ist auch Crimson Radio, stimmt. Im Bernsteinsumpf muss es sein. Kammerjäger? Hab gehört, du hast ein weiteres Kammerschlüsselfragment beschafft. Ja, doch, ne? Komm zu mir auf die Sanctuary. Da sind wir eigentlich jetzt, ja, ja. Da hinten war eine Tür, ne? Wo der Zipfel ist. Ja, genau, da sind wir nicht durchgekommen. So. Eins gab's, wo das zweite ist, eine gute Frage. Wir haben ja alle Gegenden abgesucht jetzt hier mittlerweile. Eigentlich ja. Ist doch auf der Karte verzeichnet, oder? Ja. Haben wir jetzt noch eine Nebenmission hier? Wir haben jetzt noch, nee. Nö, eigentlich fertig. Kann man schon so ein paar Dings abgeben. Aber warum kommen wir dann da hinten nicht rein? Gute Frage. Aber ich glaube nicht, dass da ein Radio drin ist. Sieht wie so eine Höhle oder sowas aus, ne? Da hinten ist dieser Typi da noch. Der Typi? Ja. Wie wir eben hinterher gelaufen sind. Jabba, meinst du? Ja. Denn noch irgendwas? Nee. Was machen wir jetzt? Da! Jo, erstmal zurück zur Sanctuary, oder? Warte mal kurz, ich muss mal kurz hier den goldenen Geist mitnehmen. Oh. Das ist ja eigentlich schon. Oh, nichts Goldenes rausgekommen, nur was Lilanes. Brauchen wir jetzt diese Missionswaffe eigentlich noch? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt weg ist oder hast du die noch? Nee, leider ist noch da. Müssen wir nochmal brauchen für irgendwas. Ah, vielleicht können wir ja mit der Missionswaffe das da hinten aufschießen. Schon mal drüber nachgedacht?
Komm schon. Lass nochmal da hinten hin, würde ich sagen. Schnell Durchlauf. Woanders. Kann man da irgendwo hinbeamen? So. Fürchte. Ah, ein bisschen näher, ne? Halt bei. Mittelding, ne? Wo der Zentrale ist. Ja. Boah, hoffentlich du kommst auch rum. Das werden wir gleich sehen. Hier richtig, ich jetzt hier mich in die Tiefe stürze. Bin jetzt schon mal nicht durch. Oh, dann müssen wir den etwas längeren Weg nehmen. Ach ja, hier die Herausforderung hatten wir ja schon, das war hier uns Billy und Billy waren das ja. Ja, hier hoch. Geradeaus durch. Ich bin der Vorhose, der ach, ihr macht das schon, dass ich da bin. Durch einen Schurkenblick. Und? Jetzt so auf Anhieb nichts. Ausgerüstet. Ja. Oben ist eine Lücke drin, aber. Ja, das habe ich auch gesehen, dass man da. Aber da kommst du nicht durch. Das Durchgang gemacht ist. Kann ich nicht mal durchschießen, oder? Zu gehen. Klar, ich dachte irgendwie mit dem Schurkenblick kriegen wir da irgendwas aufgeschossen und aufgemacht oder so. Also sonst wüsste ich auch nicht, wie man da reinkommen soll. Vielleicht in Runde 2. Vielleicht kommt man da erst. Achso, okay. Vielleicht kommt man erst in Runde 2 da rein, kann natürlich auch sein. Du kommst nochmal zurück. Ja. Aber eigentlich für so einen kleinen Raum. Ah, ne? Und komisch. Komisch. Ja, na gut, dann würde ich sagen, auf zur Sanctuary. Ja. Ich wollte mir gerade die Eier ranziehen. Sollen Sie Kündchen mit warten, bitte? Ja. Aber wo die scheiß Radiostation noch war? Die Karte war nicht fast aufgedeckt. Bring das Fragment in mein Labor. Kammerjäger, Clay meinte, die Operation war erfolgreich. Und ich habe ebenfalls gute Neuigkeiten. Ich weiß, wo das dritte Fragment ist. Direkt unter der Schnauze der Harpie. Wir können es uns schnappen und direkt die Kammer öffnen. Alter. Schon wieder. Antennis. Hier. Oben waren. Nee. Ich hab auch gedacht hier, aber. Ein Stück höher, da wo die Arzt ist. Da wo die. Energy Drinks kaufen könnt ihr die Energie. Ja, nicht im Büro. Es geht, Crew.
Hallo? Hier spricht euer Navigator Baylex. Wollt ihr mich mal sehen? Auf der anderen Seite. Alles cool? Ja. Cool. Und sie wird wirklich ziemlich intelligent. Drück sie in die Hand. Ein interessanter Zeitgenosse, aber ich fürchte, wir werden ihn nicht los. Damit fehlt nur noch ein Fragment. Sobald du es hast, treffen wir uns bei der Kammer. Tennis, das gefällt mir nicht. Lilith, ich verstehe deine Bedenken. Cora, das ist die Belohnung, die kostet Level 26. Die Kalypsos werden kommen, um vom Kammermonster zu zehren. Ja, ich stimmt, 26, die ganze Müll schmeißen. Wenn es soweit ist. Naja. Glaub mir, niemand anderes als ich kann das. Da ist das Schleim bei Maurice abgeben, ne? Ja, den können wir nochmal machen gleich, würde ich sagen. Oder? Was tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet. Aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Kalypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest, aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Was ist denn hier, oder? Sie kommt schon dahinter. Was kommt als nächstes, Lilith? Wainwright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wainwright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich pass auf das Schiff auf, Baby. So, kann ich mir noch ein Upgrade kaufen? Rucksack kann ich mir nicht leisten. Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen stimmt kannst. Stimmt auch nicht. Also kauf es schon. Die Frage ist, spare ich drauf oder erhöhe ich ein bisschen nur die Munition? Ein Schritt näher an seinem wahren Potenzial. Ich glaube, ich spare ein bisschen. Ich kaufe mir jetzt ein bisschen Munition. SDU kaufen oder nicht? Sparen. Jetzt, wo du mehr tragen kannst, kannst du auch mehr kaufen. Schon witzig irgendwie, oder? Das habe ich nur noch. 34.000. So schnell ist das Geld weg. Waffen kann man nie genug haben. Schau mal wieder rein für noch mehr tolle Deals. So, ich würde sagen, wir machen einfach Schluss, ne? Ja, können wir machen. Nein. Wo ich hier ganz verträumt im Automaten rumsuche. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. So sieht's aus. Zum nächsten Mal Borderlands 3. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Ciao.